Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed. Und es sind wieder ein paar Leute unterwegs hier, die da nicht hingehören. So, wir begeben uns gerade zur letzten Mission, oder beziehungsweise sind wir gerade in der letzten Mission. Und wir müssen in den Tempel rein. Hier befindet sich Shaman. Shaman. Tut mir leid, mein Französisch, was ich mal in der Schule hatte, ist schon etwas her. Wenn ich es falsch ausspreche. Wie war die Revolution? Der Tempel. Sequenz 12, Erinnerung 3. Nun. Wir sollten uns trennen. Ich bin nicht sicher. So werden wir nicht gemeinsam erwischt. Ich schätze, du hast recht. Wir treffen uns drin. Wenn du ihn erledigen kannst, dann tu es. Auf jeden Fall. Vorgebaut. Keine Schwachstelle zu sehen. Okay, also wir haben 9 Zugänge, 62 Wachen, 14 Verstecke und 2 Alarmglocken. Doppelte Luftabtaten 3, Sabotiere Alarmglocken 2-mal. Ja gut, es gibt ja auch nur 2. Die Frage ist, wie kommen wir hier rein? Ich sehe da unten einen Weg auf jeden Fall. Da können wir ein Attentat machen auf 2. Da haben wir das schon mal. Oh, Entschuldigung. Ich glaube nicht. Ich habe gar nichts gehört. Ich hab gedacht, ich krieg alle beide. Schade eigentlich. Na komm. Rüberkommen und dir das Gesicht.
Stehen bleiben! So! Kannst du nicht schneller, du Spitzsüchtiger? Was war denn das? Da, jetzt ist der oben erstmal dran. Okay. Hast du es jetzt auf uns abgesehen, was? Selbst. Was war das? Verflucht, da gemäßigt dort!
Ernsthaft, da bleibt jetzt da wirklich stehen. Ernsthaft? Ja, der wird da irgendwo da drüben drinnen sitzen. Auf die Zeit. Komm! Wie gesagt, dass er da drüben drin ist. Ich komme hier nicht hoch. Ich wollte gerade sagen. Der verlorene Assassine kehrt also zurück. Ja. Damit rechnete ich schon, seit Latouche keine Steuereinnahmen mehr sendet. Die Dunkelheit schützt dich auch nicht. Ihr seid ein Gefeiter. Ich nehme an, Robespierre war auch euer Mann. Egal. Seine Schreckensherrschaft erfüllte ihren Zweck. Das Eisen wurde erhitzt und geschmiedet. Es abzukühlen festigt nur seine Form. Glaubst du, du wärst sicher in den Schatten? Warum so hartnäckig? Ist es Rache? Hat Belek dich so indoktriniert, dass du selbst jetzt noch tust, was er... Lächerlich! Der direkte Angriff von einem Assassinen. Alter! Wie erfrischend! Hat Belek dich so... Oh, bitte jetzt nicht nochmal alles von vorne. Der verlorene Assassine kehrt also zurück.
Der direkte Angriff von einem Assassinen? Wie erfrischend. Damit rechnete ich schon, seit Latouche keine Steuereinnahmen mehr sendet. Ihr seid ein gewaltiger Dorn in meinem Auge. Ich finde dich schon. Ich nehme an, Robespierre war auch hier. Egal. Seine Schreckensherrschaft. Hey! Was? Er hat das scheiß Schwert. Hau nicht ab! Ich bin ein guter Kerl! Gut, du gemäßigter! Das wird böse enden. Nicht weg! Jetzt kommt der... Ich geb dir meine Hilfe. Lass dich noch einmal mitrad, ich bring dich unter die Erde. Halt! Ja, du Bürger! Herz raus! Ich greife dir deine Freche ins Schumpf! Wahrscheinlich besser, wenn ich die ganze Mauer erstmal ablaufe und alle Niedermetzler. Oh!
Schau zurück! Ich mach das gleich. Du entkommst nicht, du Feigling! Was war denn das? Dieser gerissene Bastard. Beim nächsten Mal. Mal in Deckung. Ist er irgendwo scharf abgebogen? Entschuldigung. Was zum... Verfluchter Heuer! Nerv den Köter! Was ist denn jetzt? Warum bewegt er sich denn nicht? Kannst dich nicht verstecken, du Ratte! Au! Oh! Bin die jetzt komplett frei hier, oder? Ist da irgendjemand? Gott, was? Da hinten wäre noch ein Doppelattentat möglich.
anzukommen. Nun bist du doch nicht einfach verschwunden, oder? Er ist direkt hinter mir. So, der eine steht jetzt hier. Warum dreht sich denn alles um mir wird? Bürger, anhalten! Zu langsam! Schau dich tot, bevor du schlafst! Mir wirst du nicht entkommen. Was ist hier passiert? Jeremy hat eine Art Waffe. Sowas habe ich noch nie gesehen. Jo. Er ist mir entwischt. An mir kam er nicht vorbei. Er muss noch... An mir kam er nicht vorbei. Er muss noch da unten sein. Ja, er muss noch da unten sein. Elise! Mademoiselle de la Serre auch noch? Das nenne ich ein Wiedersehen. Bleib versteckt. Lass ihn reden. Rache also. Dein Blick ist genauso getrübt wie der deines Vaters. Du hast gut reden. Wie ungetrübt war dein schneller Griff nach der Macht? Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Hallo? Macht? Nein, du bist doch viel klüger als das. Hier ging es doch nie um Macht. Es ging immer um Kontrolle. Hat dein Vater dir nichts beigebracht? Der Orden wurde zu selbstgefällig. Versteck dich ruhig. Das macht keinen Unterschied. Ich sehe dich, Assassine! Seit Jahrhunderten konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit auf die Insignien der Macht, die Titel des Adels, die Ämter der Kirche und des Staates, gefangen in derselben Lüge, die wir erfanden, um die Massen zu führen. Ich töte dich! Ich finde dich schon! Du. Da bist du ja! Jetzt! Du hörst nicht zu!
Mich zu töten wird nichts ändern. Wenn unsere Templerbrüder sehen, wie die alten Institutionen bröckeln, werden sie sich anpassen. Sie ziehen sich in die Schatten zurück und wir werden endlich zu den geheimen Meistern, die wir... Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Hier bist du! Jetzt hab dich! Er zieht sich in die Schatten zurück und wie... Hallo, Assassin! Er zieht sich in die Schatten zurück und wir werden endlich zu den geheimen Meistern, die wir immer sein sollten. Puh. Er zieht sich in die Schatten zurück und wir werden endlich zu den geheimen Meistern, die wir immer sein sollten. Versteck dich ruhig. Das macht keinen Unterschied. Also komm, töte mich, wenn du kannst. Ich habe bereits... Boah. Ändern wird es nichts. Ich kann keine Lücke finden. Wir müssen ihn gemeinsam anfangen. Ändern wird es nichts. Die Dunkelheit schützt dich auch nicht. Die Augen auf! Mach die Augen auf! Sorry, eben gerade noch für das Geräusch. Helikopter ist gerade vorbeigeflogen. Du hast den Schurken erschlagen. So hast du dir dieses kleine Moralspielchen zurechtgelegt, oder? Oh, ich bin nicht wirklich hier. Ich bin auch nicht wirklich dort. Im Moment verblute ich eigentlich auf dem Boden des Tempels. Aber wie es scheint, gab uns der Vater des Verstehens etwas Zeit zum Reden. Ah. Ein besonderer Favorit von mir. Ich verstand die Visionen nicht, die meinen Geist damals plagten. Große, goldene Türme, Städte, die weiß wie Silber glänzen. Ich dachte, ich werde verrückt.
Dann fand ich diesen Ort. Jacques de Molay's Gruft. Durch seine Schriften verstand ich. Und was genau? Dass ich über die Jahrhunderte mit dem Großmeister de Molay verbunden war. Dass ich auserwählt war, den Orden von Dekadenz und Korruption zu säubern, bevor er gänzlich verfaulte. Und die Welt zu reinigen und zur Wahrheit zu führen, die der Vater des Verstehens vorgesehen hatte. Das scheint gut angekommen zu sein. Propheten werden zu ihrer Zeit selten gewürdigt. Exil und Demütigung zwangen mich zur Entwicklung neuer Strategie. Neue Wege zu finden, um meine Ziele erfüllen zu können. Was immer es koste. Eine neue Ordnung kommt nie ohne Zerstörung der alten. Und fürchten die Menschen die ungehinderte Freiheit, ist es für mich besser. Eine Kostprobe des Chaos erinnert sie daran, warum sie lieber gehorchen. Hier trennen sich nun unsere Wege. Bedenke, der Fortschritt ist langsam, aber so unaufhaltsam wie ein Gletscher. Du hast nur das Unvermeidbare verzögert. Ein Tod kann die Flut nicht stoppen. Womöglich ist es nicht meine Hand, die die Menschheit zurück an ihren Platz führen wird. Aber irgendwer wird es tun. Denk daran, wenn du dich an sie erinnerst. Ja. Oh. Okay. Erinnerung abgeschlossen. Und ich sag schon mal Tschüss. Es wird jetzt bestimmt gleich ein Abspann kommen. Den packe ich in der Extra-Folge. Kommt aber am selben Tag raus. Ja, also dann. Man sieht sich. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao. Vielleicht kommt jetzt auch noch was. Ich weiß es nicht mehr. Oder es kommt jetzt noch irgendwas? Beerdigung? Irgendwas? Speichern, laden, speichern. Okay. Das Credo der Assassinenbruderschaft lehrt uns, dass uns nichts verboten ist. Einst dachte ich, dass ich also jede Freiheit hätte und meine Ideale um jeden Preis verfolgen könnte. Nun verstehe ich. Es ist kein Freibrief, das Credo ist eine Warnung. Ideale werden allzu schnell zu Dogmen und Dogmen werden zu Fanatismus. Keine höhere Macht wird über uns richten und kein höheres Wesen wird uns für unsere Sünden bestrafen. Am Ende können wir uns nur selbst vor unserem Verlangen schützen. Nur wir entscheiden, ob der Weg, den wir einschlagen, einen zu hohen Preis fordert. Wir halten uns selbst für Erlöser, für Rächer, für Retter. Wir führen Krieg gegen Andersdenkende und die führen Krieg gegen uns. Wir träumen davon, der Welt unseren Stempel aufzudrücken. Selbst dann, wenn wir unsere Leben in einem Konflikt geben, der in keinem Geschichtsbuch beschrieben werden wird. Alles, was wir tun, alles, was wir sind, beginnt und endet
mit uns selbst. We'll be right back.